Aber wo habe ich... Ah, hier. Warte mal. Oh, wow. Aber mit ja meinst du jetzt, Tanro, ich kann meine jetzige hier Kämpferklasse wechseln? Oder nochmal zweites Jahr für... Ich kann mich innerhalb der Kämpferklasse nochmal umentscheiden. Wow. Starker Tiefling. Okay. We can be whatever we want. Right? Interessant, wenn wir dann vielleicht mit anderen Tieflingen sprechen und so weiter. Ihm immer umskillen, aber... Ja, wie gesagt, aber was umskillen? Die Kämpferklasse? Also Magierklasse oder so dann. Verstehe ich das richtig? Hallo, Owl. Gefianki. Es gibt ja so viel. Können wir... Wo waren die hier? Starker Tiefling, männlich. Ah ja. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier. Befremdliches Abenteuerpaket. Oh, Fritten. Trank des Fliegens. Wow. 38, dankeschön. Für die 7 Monate. Dankeschön, dankeschön. Vielen Dank für den Support. Und gute Nacht, Niklas. Neue Klasse und Stats bis danach Level 1 und kannst neu verteilen. Ach so. Okay. Trank des Gedankenlesens, Trank des Federfalls. Gib mich da Kaffee. Huh. Sprechens mit Tieren. Oh je, wir haben so viel zu. Oh Gott. Seltsame Kleidertruhe. Umhang des roten Prinzen. Laute der Schönwetterbadin. Zweispitz der Bestie der See. Nadel des Schurken. Aber ich sehe gar keinen Umhang. Bin ich angezeigt? Kann ich die Selbstverkleidung wieder wegmachen, oder? Ah, doch, bannen. Okay. Aber ich sehe den Hut nicht. Kann ich zeigen. Die sehen wir ja auch nicht. Ich verstehe, okay, Tanro. Alright, jetzt haben wir ja so viel Shit. Kann ich das X-Sat hier drin parken und es nimmt nicht meinen Inventarplatz an? Ist das auch gut? Du hast Camp-Kleidung angelegt. Wo habe ich das angeklickt? Ich muss lernen. Was? Wo? Wo ist Campkleidung? Hier ist eine Lagerkasten. Kann ich halt einfach... Oh, da ist ja noch mehr Zeug drin, Digga. Ich nehme einfach nur das Gold mit. Wenn ich jetzt rausgehe... Warte, wie raste ich denn jetzt? Muss ich schlafen? Kleines Fenster über der Campkleidung im Inventar. Wo ist denn hier? Wow. Das Georg Digi!
Afternoon am Happening. Dankeschön für die 5 Abos. Holy. Digga. Danke, danke, danke. Wo kommt das jetzt her? Danke, danke, danke. Holy moly. Dankeschön, dankeschön. Danke. Wenn du Nathalie irgendwann Baldur's Gate zocken wirst, kannst du das usen. Ja gut, dann ziehen wir jetzt mal hier unser Ding an. Okay. Das ist viel besser. Dankeschön, aber Georg. Vielen Dank. Lass es mal an. Okay, wie raste ich jetzt am Ende? Zu Bett gehen? Ah ja. Ah, ich kann jetzt das Zeug reinschieben, okay. Warte mal. Warte mal, Auto auswählen. Ja, wer schläft denn so? Mit den Händen. Was? Die meditieren alle. Oh. Guten Morgen. Is Yankee joining our company? Not a collaboration I'd have anticipated. But a welcome one, nonetheless. Let's see. I hail from Waterdeep, City of Splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. Der gute Weine. I'm known to try my hand at poetry. There. Das hier. Certainly. That I have a great respect for privacy, for instance, boah, komm. Especially my own. Nee, machen wir nicht. Ja, aber jetzt zieh wieder den Cowboy-Hut an, alles gut. Los. Kann ich das Zeug jetzt, wie gesagt, drin bunkern? Nee, ne? Ich muss halt irgendwann jetzt mal verkaufen. Das ist eine Übungsetappe. Wie können wir denn jetzt jemanden da lassen? Wir müssen es ihm sagen, ne? Ich wünsche dir viel Erfolg, Georg. Dankeschön immer für den Support. Bis dann, Julia. Sollen wir jemanden jetzt da lassen? Astarion oder so? Ich glaube, wir nehmen die Gift nämlich mit. Ich hätte ihn aber auch gerne als Schurke. In a very look at me twice and I'll dismember you kind of way, of course. Ich muss sie jetzt nicht mitnehmen, ne? Um das Heilding zu kriegen. Ich fahre so weiter, wie ich kann. Kann ich jetzt hier raus? Lager verlassen. Hallo, Genny. Okay. Nehmen Sie mal noch nicht mit. Die Herztante würde ich, die Shadowheart würde ich gerne mitnehmen wegen dem Heal. Gute Limbus. Ja. Okay, lass uns mal ein bisschen umschauen. Wir kommen hier rum. Der Weg abelt sich. Digi, danke für die 27 Monate. Holy. Dankeschön, dankeschön. Vielen Dank. Wie geht's dir, Bro? Must have been here a while. Und Emily, auch dir Dankeschön für den Follow. Herzlich willkommen bei uns. Hello, hello. Dankeschön für den ganzen Support, ihr Lieben. Oh. We should check it out, but be careful. Dankeschön, Dankeschön, ihr Lieben. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Freut mich sehr. Dankeschön, Dankeschön. Jemand für Schlösser knacken und Taschendiebstahl zu haben, ist schon cool. Okay, Trando, ja, schauen wir noch rein. Probieren halt noch ein bisschen so einzuleben. Unterklasse werden wir dann vielleicht change. Guck mal hier. Wir haben noch eine Schaufel. Wir können ja krabbeln, right? Könnte ich? Keine Aktion. Oh doch. Er macht's automatisiert, okay. Feuerbernstein, okay. Okay, ja. Wir haben, glaube ich, kaum noch Platz, ne? Kann ich nicht einfach mit einem Klick oder so das rübergeben? Is that possible?
Nee, jetzt habe ich es angezogen. Ich gebe ihm mal die ganzen Waffen, wie gesagt, was ich da gerade so sehe. Dass wir ein bisschen mehr Space haben. Sie kriegt ein paar Rüstungen. Ich habe den ganzen Käse jetzt dabei hier. Ringpanzerrüstungen. Ist halt eine schwere Rüstung, by the way. Das Zeug ist dann nur Lager, oder wie verstehe ich das? Nee. Da habe ich hier eine Sache wieder ausgezogen, hier. Das seltsame Kleidertruhe haben wir nochmal. Ach, die ist leer. Ach so, kann ich ja mein... Oh, kann ich den Schild da reintun? Ja. Befremdliches Abenteurer-Paket ist nochmal Essen, ne? Nö, ist auch leer. Ach so. Heißt, da kann ich jetzt die Fritten und so Zeug reinmachen? Ja. Dann schieben wir das einfach wieder rein. Laute tun wir darüber. Oh Gott, das ganze Inventarmanagement, holy moly. Das wird halt... heftig. Ich meine, das könnte ich doch... Hat halt gleiche Werte. Was haben wir hier? Unterwäsche. Wow, Digga. Schieb rüber. Ach, das eine ist ein String. Ja, Shadowheart, viel Spaß. Kriegst einen String. Dann wird, ey, so viel Zeug, ne? Holy moly. Unser Waffenträger. Dann haben wir hier Kleidungsträger. Schlichtrobe, ja, let's go. Kannst du haben, kannst du haben. Aber wie viel Zeug? Oh no. Oh no. Einfach nur Item oder Items hier hin und her schieben Simulator. Wie geht's hier, Limus? Ist gut, Digi. Ich höre da vorne Geschrei, ja, ja. Alright. Hier irgendwo ist Geschrei. Dann laufen wir hoch. Wird gespeichert. Oh, da vorne. Die wollen, dass das Tor aufgeht. Okay, gespeichert ist trotzdem. Ich mach trotzdem nochmal Autosave drüber. Sicherheit kickt. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders! That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gates, Zevlor, now! You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time! Oh, wow. By the nine hells, open the gates! Open the gate a little. Wie viel, was geht denn in der Zeitleiste da oben ab? Holy moly. Huch. Okay, warte mal, was haben wir denn alles hier? Wir sind noch geheim. Noch. Wenn wir jetzt theoretisch Stealth reinmachen. Wir kommen nicht genau ran. Wir könnten aber einen Schenkelschuss machen. Und zwar Nachteil. Ach, da oben ist auch noch einer. Aha. Wait, wait, wait. Okay, step up hier. Hinterherleger Angriff. Wir sind im Vorteil. Oh, wir sind gerade im Vorteil. Okay, ich dachte, wir sind im Vorteil. Wir gehen da oben hin. Zuerst hier ganz oben.
Ich hätte gerne noch eine zweite Attacke mit ihm. Mensch. Können ihr noch schubsen? Oh, das hätten wir auch machen können. I did forgot. Zephlor ist dran. Acht temporäre Trefferpunkte. Uff. Yo, der springt da hoch, alles klar. Oder sie. Wir können doch hierhin Damage machen. Wahrscheinlich killen wir die aber so, sogar schon, ne? Fehlschlag, ja, so viel dazu. Schubs. Ciao. Könnten. Erreiche ich die Range, wenn ich jetzt da hochkomme? Nee. Okay, dann change mir. Länge des Geschoss. Wir hatten Zauberlords weg. Hallo Phoenix. Hohe Verteidigung. Der Warg oder was es ist, kommt da sowieso klar. Ne? Ja, komm. Nice. Gut. Goblin Boss Sakruk. Oh shit. Die kriegen gut aufs Schnäuzchen. So, Gale. Kann der ein bisschen High Ground kriegen? Maybe. Wir könnten doch schmieren und dann Feuer draufballern. Wir sind alle von denen dran. Fehlschlag, sehr nice. Fehlschlag. Oh, ja, krass. Oh. Der hat uns hingelegt. Gut, wenn ich jetzt erstmal schubs. Warte. Wir schubsen zuerst für die Bonusaktionen. Aber sie fliegt dadurch nicht runter, right? Doch. Nee, fliegt sie nicht. Da? Rise. Nee. Ja gut, dann machen wir erstmal Damage. Okay. Good night. Dann bleiben wir da oben. War das ein Feuer? Nee, war kein Feuer. Zwei Attacken. Er hat ihn. Fehlschlag. Limbo Sticky. Dankeschön für den Sappi. Ein Kraft Mumpitz. Dankeschön, Dankeschön für den Support. Digo. Danke, danke, danke. Feuer hier drauf. Müsste doch reichen, um jetzt beide in Brand zu stecken, oder? Yes, sir. Hat zwar Fehlschlag geballert, aber okay. Was sind wir? Können wir bis... Ne, wir haben... Ach, wir haben wegen dem Fett keine Range. Okay. Vorteil. Zielsicherer Schlag. Let's go. Wow, eins. Okay, geh mal langsam runter. Ah, wir haben kaum... Oh, kein Movement. Alright.
schwieriges Gelände. Ja, die ist doof. Neun immerhin. Thanks. Okay, uff. Fast vom Berg gerutscht. Er hielt sich, okay. Fehlschlag, seit. Uff, nice. Komm hier runtergetroppt, easy. Warte mal, wir könnten doch die hier machen. Und dann darunter, right. Come on. Nice, Rettungswurf ging gut. Oh, no. Ach. Kollege als Angriff. I did forgot again. Lol, der hat einen Heal geworfen. Wir gehen auf ihn trotzdem. Vier Damage. Wir brauchen aber wieder einen Rettungswurf, sonst rutscht mir, glaube ich, jetzt aus, ne? Oder geht gut? Geht gut, okay. So, geh mal vor und gib mir mal einen Hammer. Bei der Damage reichen müsste. Geht auch so, komm mal. Gib ihm Hammer. Hey, Damage. Okay, schubst ihn mal ins Fett rein. Ins Feuer. Müsste reichen, oder? Kriegt er dadurch Damage nochmal? Ja. Wenn er dran ist, wahrscheinlich. Er stirbt doch jetzt gleich, oder? Ach, das Feuer ist weg. Jedes brennbare Ziel wird mit 3 bis 18 Feuerschaden getroffen. Nur er brennt, right? Aber er nicht. Okay, das heißt, wir bringen ihn, warte mal, auch noch zum Brennen. Fehlschlag. Okay, bewege ich mal ganz kurz hinter Pfälzer. Nicht an die Front. Okay, er verbrennt, okay, sehr nice. Das war auch unser Plan. Geld kann jeden Zauber lernen, den du als Schriftrolle hast, ja. Musst aber Gold ausgeben, right? Ich überlege gerade. Ich meine, wie gesagt, wann kommen wir nochmal in den Vorteil? Warte mal. Wann kommen wir denn in den Vorteil? Aber wir sind sogar im Vorteil, oder was? Okay. Flieg! Okay. Ach, schon wieder der Gelegenheitsangriff. Warum vergesse ich das die ganze Zeit? Holy. Oh, jetzt haben wir es aber ganz schön durchkommen. Nur noch der Boss. What? Warum war er gerade sein Mate halber geschlagen? Warum ist Will hier auf Aradin gegangen? Na ja, komm, hit ihn weg. Das ist unser Turn. That was the last one. Inside, all of you, more may follow. Open the gate. Wow, Pfälzer ist inspiriert. Und ein Stufenaufstieg. Alle haben Stufenaufstieg, wow. Alright. I just wonder if the grubby little beasts had any friends, and if they're nearby. Ah, die machen das Tor wieder zu, fehlen. Oder wieder auf, alles klar. Auf 28 Gesundheit, uff. Überlegenheitswürfel 4. Mystischer Ritter.
Mystische Ritter studieren die Magie, um ihre Waffen zu verstärken, sodass sie den Widerstand der zähesten Gegner brechen können. Champion. Du benötigst für einen kritischen Treffer bei einem Angriffswurf ein Auge weniger. Dieser Effekt kann sich addieren. Aber wir können hier auch noch unser Zeug machen, okay? Uff. Sauber. Auch die ganzen Dinger. Auch noch. Brennende Hände und alles Mögliche. Okay. Ich glaube, wir nutzen das hier mit dem Champion. Auf kritische Treffer. Die erste Klasse finde ich als Nahkämpfer am stärksten, weil du nur Low-Level-Zauber lernen kannst. Okay. So, Schattenherz hat Level up. Zauber vorbereiten. Jetzt können wir wieder ein bisschen switchen eigentlich, ne? Ich glaube mal, wir machen auf jeden Fall mal hier was raus. Das mal weg. Gebet der Heilung jetzt. Halte deine Verbündeten höhere Trefferpunkte, maximum 5 Trefferpunkte bis zur langen Rast. Schutz vor Gut und Böse, okay. Heiligtum. Du oder ein Verbündeter können nicht zum Ziel gegnerischer Angriffe werden, bis ihr eine Kreatur angreift oder ihr Schaden zufügt. Okay, Flaschenzauber können dennoch Damage hinzufügen. Okay. Hä, das ist ja auch krass. Befiehl einer Kreatur, ja, stehen zu bleiben, auf den Boden zu fallen oder die Waffe wegzuwerfen. Segnen. Wunden heilen, heilendes Wort. Ich will da, glaube ich, gerne ein bisschen auf Heal gehen. Halt eine Kreatur, die du sehen kannst. Okay, natürlich. Oh, das ist aber ein D8. Ich glaube, wir machen hier Wunden heilen mit rein. Geht das? Ja. Und jetzt kann ich das rüberschieben. Aber das habe ich jetzt so drin. Spirituelle Waffe. Bonusaktion. Also ein Festhalten. Lähme einen humanoiden Gegner. Oh, was? Angriffe innerhalb von 3 Meter auf ihn sind stets kritische Treffer. Okay. Bin mal gespannt. Wir usen es einfach mal. Payday fand ich super old. Fand ich gut. Auf jeden Fall. So, Stufenaufstieg noch. Astarion. Arcana Betrüger. Oh je. Wir haben so viel zu slotten. Du bist bei erstmal würfeln gegen eine nicht feindliche gesinnte Kreatur im Vorteil. Aber das müssen wir erst casten. Ich hätte gern Knochenkelle, Säurespritzer, Licht. Ich hab den Kältestrahl, dass wir die Bewegung ein bisschen reduzieren. Wobei das ja natürlich auch geil ist, aber ist ja alles, ja, doch. Main-Dinger. Ey, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht natürlich, was richtig ist. Ich glaube, das können wir ja immer noch dann ein bisschen switchen. Wir machen mal den Kältestrahl. Und wenn es irgendwann mal dunkel sein sollte, machen wir das hier. Warum nicht? Zauber. Person bezaubern. Bezauber einen Humanoiden. Ja, wie gesagt, aber das ist... Ah, schwierig. Selbstverkleidung, tachasgrassisches Gelächter, schlafen. Ja, komm. Das hier rein und...
Okay. Ja, er sieht im Dunkeln, aber ich will ja mit allen was sehen. Brennende Hände, Schmieren, Nebelwolke. Pff. Rascher Rückzug, ne. Federfall, Vertrauten finden. Ey, so viel. Ja, komm. Was immer noch ein bisschen arg überladen, muss ich zugeben. Dolchwolke. Ich wäre eine Wolke aus rotierenden Dolchen. Krone des Wahnsinns. Windschuss, flammende Sphäre. Größern, verkleinern. Oh je. Das können wir alle schon sehen, der Strahl. This one. Melf Säurepfeil. Gute Nacht, Limbus. Ja, du wirst schon merken, welche Zauber du überhaupt magst, dann ist es nicht mehr so überfordernd, ja. Auf jeden Fall. Probier halt derzeit erstmal so ein bisschen auf Damage zu kommen, falls wir irgendwie nur wie 4 in den Kampf reinkommen. Öffne ein Objekt, das mit einem weltlichen Schloss versperrt ist. Digga. So viel Machbarkeiten. Die alle im Wirbel angreifen, nee. Okay. Alright, what now? Sakuk. Rubling Krummsäbel. Stachelschild. Handschuhe der Macht. Verderbende Absolut. Beim Nahkampftreffer bewegst du möglicherweise einen Malus von 1d4. Die Angriffs- und Rettungswürfe des Ziels. Fingerfertigkeit plus 1. Gemastarion. Schädel. Perfekt. Kerze. Ritualstab. Vielseitig. Okay. Ich nehme jetzt mal die ganzen kleinen Bögen und so weiter nicht mit, ne? Nehmen wir das Gold mit. Morgenstern, Wurfspeer, Wurfspeer, okay, Gold. Na. Schöpfkelle. Okay, hier haben wir noch was. Schurkenmorschel. Stehlen, was? Warum ist denn jetzt stehlen? Der Red. Warum ist es Red? Das ist doch ein Goblin. Kann ich das Inventar irgendwie sortieren mit einem Schlag oder so? Is that possible? Schieb mal die Rüstung rüber. So, Astarion könnte jetzt die Dinger anziehen, right? Ja, wir haben ganz schön viel Zeug, also. Still alive. So that's progress. Ja. Oben neben der Suche. Ja, das hier. Achso, ja, okay. Nach Wert. Okay. Easy. Das runter. Können wir drin lassen, okay. Okay, wir kommen langsam ein bisschen Rhiney, okay. Ich will mal ganz kurz noch wissen, ob da hinten irgendwas ist. Wollte den Part nicht mitnehmen. Das ist nämlich ein Portal, siehst du? Alter Segelkreis. Activated. Thanks. Okay.
Ich sag, da haben wir jetzt alle. Wir kommen wahrscheinlich nicht rein von hier. Wir machen uns nicht sehr schnell auf. Wir gehen von da hinten rum. So, die sind alle. Oh, er ist noch lootbar, aber er nicht. Why? Okay, gib mir Gold. Ich komm da durch. Björn, was geht? Geh mal drin. Wenn du sagst, ich komm da durch, Tor geht hoch. Oh, lol. Okay. Wir gehen trotzdem erst dahin. Wir wissen, was hier abgeht. Das ist doch ein Versteck oder sowas. Was ist das denn? Das ist ein Rucksack. You know what I really miss about Baldur's Gate? The food. Freshest fish I've ever had. In dem Moment. These tracks. Goblins? Steintür. Ölflasche wieder. Okay, nice. Ich hätte die da gerne reingezogen. Geht das? Liebeswerkzeug Astarion, Heiltrank nehmen wir. Ah, lol, ich kann da noch erhöhen. Okay, nice. Important. Die leeren Knolle. Können wir den Shit nicht einfach. So viel Zeug. Ätzende Knolle. Okay. So much to do. Okay, wie könnte ich aber jetzt nochmal. Wir haben doch jetzt hier. Schurkenmorschel gefunden. Salze aus Schurkenmorschel. Wie könnte ich denn jetzt die. Ah, hier. Ach so, drei Stück. Okay, ich verstehe. Ja, alles klar. Ich habe verstanden. Und somit können wir jetzt einen Heiltrank machen. I do understand. Okay. Hier. So, quick save. I am in. Unterirdische Passage. Ölfass. Wächterstatuette. Statue. Burn. Okay. Was leuchtet da? Was ist denn das? Rune des Adlers. Vorne ist ein Spuren. Au. Das Ding schießt auf uns. Da vorne ist, wie gesagt, irgendein Spurenleser, ein Wurm. Da unten sind auch noch welche. Ich sehe da mehrere. 1, 2, 3. Warte mal. How delicious. This was more fun when he was screaming. Could wake him up by chopping. Schießt trotzdem auf uns, oder? Nee? Vorsicht, nicht ausrutschen auf dem Öl. Okay, ich hab's gedrückt, da unten ist jetzt die nächste Rune angegangen. Minthara's gonna skin us. No one knows about this damn weapon. Yeah, she'll kill us. Können wir sie nicht runterkicken? We'll get the druid talking. Krieger Crash. Grove's got to be full of magic. Wenn ich jetzt langsam hier hingehe, kann ich die so wegschubsen, oder? Might be spies. Maybe we can set him on fire. Ciao. Kann ich jetzt was runterschmeißen, by the way? Nahkampfangriff, aber kann ich nichts. Doch, werfen.
Oh. Okay, Kiste tötet aus 8 Meter Entfernung. Oder höher. Sehr nice. Wasserfass. Oh, das Ding schießt. Warum schießt's? Das ist mit in der Zeitleiste. Oh oh. Nee, doch nicht, hä? Ah, die raffen das doch gar nicht, wo wir sind. Nochmal eine Kiste. Jetzt. Oh, wir haben ganz schön Damage kassiert. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Okay, komm mal ein bisschen back, boy. Eine Druckie. Was mit dem Rest von Schützenfest? Wollen wir mit reinkommen? Let's go. Dran. Sarion immer noch. Kann ich von hier runterschießen? Ne, ich will Feuerpfeil. Ne, reicht nicht. Ich muss runtergehen dazu, okay. Was ist mit dem Pfeil? Fernkampf? Ich muss hier. Okay, ne. Dann chill hier. Die müssen jetzt unten lang, ne? Oder können die hier hochklettern? Die probieren. Ne, probieren's nicht. Ja, die müssen unten lang, okay. Ja? Never mind. Huch. Er ist schon wieder dran. Ach, wir kommen dann erst später. Ah, alles klar. Kommen wir jetzt an ihn schon? 75%, okay. Good night. Fehlschlag. Alles klar. Bewegt schon mal in die Richtung. Okay, sie probiert es von der Seite. Walk-Begleiter. Oh shit. 26 Leben. To play. Ich will mich halt da in das Ölfass stellen. Eigentlich. Komm ich mit dem Feuerpfeil besser rüber? Ja, Weg ist unterbrochen. Dann erstmal moven in. Ja, doch in die Richtung meinetwegen. Geht man nicht, okay. Okay. Geht alles nicht, okay, okay. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht das Fass auf explodiert oder so. Wenn ein Typ kills, verschwindet der Begleiter. Okay. Oh ja, es war. Boah, ich dachte gerade, es wäre Feuerding aufs Ding. Ja? Wir gehen mal Miguel hier hin. Ja, wir müssten uns darunter bewegen für den Move. Okay. Aber nach Gale kommen wir. Das heißt, wir könnten hier Feuer hinlegen. Also Fett und dann Feuer drauf. Dann kommen die, glaube ich, gerade erst hoch, right? Ist das a play? Weg ist unterbrochen. Ah, wir kommen da ganz hin. Oh, da. Wobei. Nee. Shit. Okay, dann schießen wir auf ihn. Auch nicht. Wenn du dich aber hier hinstellst, müsst doch gehen. Ja, Alter. 10 Damage, okay, nice. Wenn du springen nutzt, kannst du manchmal auch etwas mehr Laufreichweite haben. Ah, okay. Einfach jetzt auch den Weg, okay. Scheint schon mal ins Fett da liegt. Gehen wir rüber.
Hätte mir eingestellt, aber wir hätten das Wasserfass auch an den Kopf schmeißen können, by the way. Ja gut, die Range reicht auch nicht. Feuerpfeil wahrscheinlich auch nicht, ne? Nee. Gar nichts. Alright. Sie probiert jetzt auch zu klettern. Der Walk macht halt gar nichts. Wobei, der kommt erst gleich dran. So, könnten wir hier hin werfen. Yes. Nimm die Kiste. Wow. Jetzt kommt er. Könnten wir nicht von hier? Zielpunkt ist nicht erreichbar. Ich dachte hier von der Kante runterschießen. Aber wenn wir uns hier hinstellen, könnten wir sie vielleicht treffen, oder? Ganz runter. Okay, Display. Da kann ich auf Spurten kommen. Komm mal wieder zurück. Where do I go from here? Ich würde gerne. Light on my feet. Kann ich was nehmen? Hier. Ne, ich soll's. Das Ding nehmen. Oder war das denn in Range? Ah, nicht genügend Bewegungsreichweite. Ziel zu nah. Okay. Okay. Die sehen alle nichts. Dann was? Kommt ihr mal hoch? Ja, wollt ihr mal spurten? Okay. So. Da er jetzt hochgekommen ist, könnte ich doch eigentlich spaßeshalber. Ja, jetzt kriegt ihr nicht ganz runter. Stopp. Stopp. Ich würde mich gerne. Ah, oh, ich stehe ein bisschen doof. Warte mal, wir haben hier noch Spurt. Kann ich den gerade rückwärts wieder runterkicken, by the way? Ja, komm, wir machen Damage. Fehlschlag. Ach, ich bin so blöd schon wieder. Denke ich da denn nie dran? Ja, hol dich gleich, Bro. Oder holen wir dich jetzt? Ja, komm. Irgendwann wird sich das einbringen. Ja, Schockwellenzauber stimmt. Gefesselt. Von? Warum fällt es jetzt gefesselt gewesen? Outflank. Outsmart. Welcher war das hier, ne? Donnerwoge. Wow. Okay, you're dead. Du bleibst gerade da stehen. Wobei, das ist Range, ne? Könnte ich nicht. Hallo? Boah, wir kommen da durch, weil wir jetzt alle hier blockieren. Shit. Dann kann ich mich wenigstens hier hinstellen. Und so. Wie komme ich denn jetzt hier noch? Ach, ich kann jetzt das Zeug wegmachen, okay. Zeig mal hier weg. Spiel rein. Er hat eine Stärke auf 21. Will ich irgendwas mit reinschieben? Hier sind die Flaschen noch. Kann ich die auch werfen? Kann gerade nicht nutzen, okay. Er kann gar nichts mehr machen, ne? Nur Bonusaktionen. Das heißt, wir könnten theoretisch nur runter. Kicken. Das müsste aber sogar reichen, maybe. Ah, oh, natürlich fehlgeschlagen. Und jetzt kommt sie auch noch dran. Right? Jetzt stirbt Asara schon wieder. Ich würde mal ganz kurz wissen wollen.
was hier? Werfen? Wasser? Zu schwer zum Werfen. Okay. Na gut, dann kill it. Okay.